Gott zum Gruß, ich darf euch ganz herzlich begrüßen, Gabriele Schäfer. Ich möchte mit euch heute eine sehr tiefe Erfahrung teilen, eine tiefe Nacht der Seele wieder mal. Und immer wenn ich diese Nächte der Seele erleben darf, dann geschieht nachher etwas Wunderschönes. Ja, wie nenne ich das heute? Ich habe lange überlegt, entweder irgendwie in die Richtung, da ist der Wurm drin in der Beziehung. Oder Beziehungskuddelmuddel. Es geht auf jeden Fall um das Einssein und um das Kopfkino von uns Frauen. Ich muss immer schmunzeln, weil was ich erlebt habe. Das nachher lächelt man drüber, aber in der Situation ist es ein bisschen anders. Ich möchte euch vorher noch etwas erzählen, und zwar was ich gerade bemerke an diesen ganzen Synchronizitäten, die abgehen rund um mich, diese ganzen Geschehnisse, die Zufälle, es hat alles einen sehr tiefen Zusammenhang. Und was mir sehr deutlich wird im Moment, ist die Zusammenarbeit mit den Tieren, mit den Tierreichen. Ich hatte damals dieses eine Erlebnis und seitdem fühle ich mich irgendwie so noch mehr verbunden und irgendwie als Mensch mit eingebunden in die Tierreiche. Und ich kann mich erinnern, wir haben vor ein Jahr, haben wir die wahrhaft wiedergeborenen Königskinder damals gebetet und haben die ganze Tierwelt, wir waren die Stellvertreter von der ganzen Menschheit und wir haben die Tierwelt um Vergebung gebeten, was wir ihnen angetan haben. Und haben sie dann gebeten, als Zeichen der Versöhnung mögen sie doch die Angst und die Scheu verlieren und auf uns zukommen. Und ich glaube, dass das mit auch dazu beigetragen hat, dass wir jetzt so wunderbar mit den Tieren auf eine Art und Weise kommunizieren können, die immer deutlicher, die immer direkter wird, wo Austausch stattfindet, wo einfach ja auch schon eine Einheit sich heranbildet. Und dieses Erlebnis, was ich gestern gehabt habe, ich war unten bei unserem Schwimmteich und es war wunderschön. Es waren so viele Tiere da und wie gesagt, es gibt in der neuen Zeit für gewisse Attribute keine Worte. Du kannst dich nur in meine Worte hineinfühlen. Ja, ich würde dieses Szenario beschreiben, was ich erlebt habe. Ich sitze unten mit der Gloria am Teich. Es war dämmerig, also es war so 9:30, 10 war es. Es war noch nicht finster, aber es war die Dämmerung. Ja. Und was war da? Frösche, ganz viel Frösche. Ein Froschkonzert sondergleichen. Ich liebe das. Ja. Was war noch da? Glühwürmchen, ganz viele Glühwürmchen und du hast sie aufsteigen sehen. Und es war so schön, diese glitzernden Punkte zu sehen und dann ist sogar eins auf mich zugeflogen. Ich bin irgendwie erschrocken, weil ich einen glitzernden Punkt sehe, der fliegt auf mich zu und dann irgendwie, ja, Glühwürmchen habe ich gesehen. Was war noch da? Die Schafe haben geblökt vom Nachbarn. Und was noch ganz interessant war, Fledermäuse. Also immer in der Abenddämmerung kommen die Fledermäuse. Und die holen sich dann die Wasserflöhe oder irgendwelche Tiere, die im Wasser sind. Und die schwirren dann kreuz und quer. So, ihr kennt ja diese Unvorhersagbarkeit von ihren Flugrichtungen. Die gefallen mir überhaupt ganz besonders. Fliegen aber nicht zusammen, ja, mit ihrem Echolot, wo sie mit den Ohren sich verständigen. Also mit den Ohren. Sie sehen weniger. Ja, sie sind nicht ganz blind, aber ihr Hauptding sind die Ohren. Und da fliegen die herum in alle Richtungen und da kommt einer und da waren schon 5, 6, 7, wunderschön zu beobachten, ja, wie die da alle herum und auch über mir. Ja, also ich habe mich da so zurückgelehnt und habe dieses Schauspiel wirklich genossen. Ja, was war noch da? Noch ein Haufen voller Schnecken, sie sind noch nicht weg, aber sie werden weniger. Und Schnecken, ja, dann ist mir auch so bewusst worden, was die Schnecken für eine Botschaft haben. Sie haben auch eine Botschaft, ja, vor allem für mich. Ja, ich versuche immer die Botschaft rauszuholen, die ich von den Tieren bekommen. Und die Botschaft von den Schnecken für mich ist, Schnecken sind Zwitter. Ja? Sie sind Mann und Frau in einem. Und dann haben wir gedacht, wieso sind jetzt so viele da, eine Schneckenplage? Ne? Ich habe mir gedacht, naja, wir müssen so zahlreich kommen, weil ihr so blöd seid und das nicht versteht.
Es geht um die Einheit, ja? Mann und Frau, Einheit der Geschlechter. Also ich habe dieses Schauspiel da unten wirklich genossen. Und natürlich, ein Hund war dabei, die Gloria, die hat sie auch genossen. Am Abend dann bin ich raufgegangen in mein Schlafzimmer und nicht die Decke halt reinlegen will in mein Bett. Auf einmal flattert's, waren zwei Schwalben in meinem Schlafzimmer. Ja, unser Schlafzimmer ist sehr hoch. Wir haben einen alten Bauernhof uns gekauft und den haben wir eben umgebaut. Und da oben, das wollte ich immer schon haben, das ist sehr hoch, ja, und da sind diese alten Dachbalken noch drinnen. Also früher haben dort wirklich Vögel genistet und gehaust, bis wir das umgebaut haben, ja. Und da waren die zwei Schwalben oben und war irgendwie lieb zum Anschauen, aber in meinem Schlafen muss ich eigentlich nicht mit denen in einem Raum. Und ich habe dann versucht, die irgendwie rauszubringen, dadurch, dass draußen natürlich finster war und drinnen Licht. Da habe ich gedacht, okay, da muss ich umswitchen. Habe dann draußen bei der Hausmauer, haben wir so ein Licht, das habe ich aufgedreht, dass das Licht von draußen scheint. Herinnen habe ich abgedreht. Dann habe ich mal so eine Teleskop, ich habe so einen Federwusch zum Abstauben. Da habe ich eine Teleskopstange, die habe ich ausgezogen und habe dann vorsichtig sie in Richtung Fenster und Licht hin und her, ja, sie waren einfach süß, entzückend. Sie waren immer zusammen. Es war so ein Pärchen. Ja, es war echt süß anzusehen. Aber wie gesagt, in meinem Schlafzimmer muss ich es nicht haben. Ne? So wie die Schnecken muss ich auch nicht in meinem Gemüsegarten haben. Aber ich habe sie dann vorsichtig doch hinausgebracht. Ja. Da waren diese zwei Schwalben, dieses Schwalbenpärchen. Und vor kurzem habe ich euch auch erzählt, hat bei uns in der Werkstatt von meinem Mann ein Rotkehlchenpaar genistet und die haben dort zwei Babys bekommen. Das war auch das Paar, ja. Es ist überall immer dieses Paar, immer Mann, Frau, ja. Und so, das war jetzt der Vorspann, die Geschichte, die ich erlebt habe mit den Tieren. Und jetzt nehme ich euch mit hinein, was bei uns in letzter Zeit so in der Beziehung war, ja. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwie ist in unserer Beziehung der Wurm drin. Und ja, wieso? Es passt doch eh alles. Wir machen viel gemeinsam und es passt doch alles. Ne? Wir haben keine gröberen Streitereien. Aber er hat gesagt, trotzdem, ich weiß nicht, da ist irgendwo der Wurm drin. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht, wenn du nicht da bist, dann wünsche ich mir, also ich wäre so schön, wenn er da wäre. Wenn du dann da bist, dann das stimmt irgendwas nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Ja? Und dann habe ich gesagt, irgendwie fühlt sich das so an. Du bist zwar da, aber du bist doch nicht da. Irgendwie bist du komisch, mit dem Kopf irgendwo anders. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beschreiben. Ja, mein Mann hat mir den Kopf geschüttelt. Und habe gesagt, ja, aber du bist zwar präsent, aber trotzdem nicht da. Und dann ist mir eigentlich, genau, und dann haben wir, ich nehme jetzt etwas vorweg, ja. Dann hat sich das ein bisschen durch mein Kopfkino in eine Richtung entwickelt, wo es dann letztendlich ja, in einem Drama geendet hat. Weil, naja, wir kennen uns Frauen ja. Ja, wir sind ja, also die meisten Frauen, die ich kenne, sind halt eifersüchtig. Und ich hatte auch ein Thema damit. Mein Mann schaut gut aus, er ist super durchtrainiert und ich sehe ja, wie die Frauen auf ihn wirken, wenn wir mal draußen sind. Ist zwar eh eher selten, aber ich sehe das an den Blicken, wie die Frauen ihn betrachten und naja, da denkt man halt auch so einiges. Und ja, und ich habe mir dann gedacht, vielleicht läuft da irgendwas im Hintergrund. Da sind wir irgendetwas. Und ich habe noch gesagt, ist alles in Ordnung und bist du glücklich und versteckst du irgendwas von mir? Ist da irgendwas, was du mir sagen möchtest? Und mein Mann, was du für Blödsinn redest. Ne? Und dann haben wir gedacht, okay, naja, und dann geht das Kopfkino los. So, dann denkst du dir, pa, naja, und dann rufst du mal an in der Arbeit und er ist nicht mehr da. Komisch, er ist schon weg. Naja, kann ja mal sein. Ja, und dann rufst du halt am Abend an, spät um 10 oder, na, es war 11, 11 war es, dann hebt er nicht ab. Boah, na, da geht es ja dann schon los. Wo ist er? Der muss ja schon im Bett sein, weil mein Mann ist unter der Woche, schläft er immer woanders, weil er arbeitet und ich bin da allein in Schanschendorf.
Wo ist der um 11? Wieso hebt er nicht ab? Boah, und dann rattert's und rattert's und rattert's und dann, ihr kennt dieses Gefühl, Eifersucht, da brennst du da drinnen und dann stellst du dir schon vor und was weiß ich. Und ja, und dann ist er halt nach Hause gekommen am Wochenende und ich habe mir gedacht, so, und jetzt schaue ich aber, schnapp mal sein Handy und scroll da durch und schau und schau. Und dann habe ich auf seine PC geschaut und dann finde ich da eine Nachricht von einer, keine Ahnung, wie die geheißen hat. Und denke ich mir, oh, was schreibt die da? Und was kommuniziert die überhaupt mit meinem Mann? Und irgendwie so, worum ist da gegangen? Ja, dass wir uns jetzt so ähnlich nicht mehr sehen und das ist ja traurig. Und dann habe ich gedacht, schau da was an, jetzt habe ich's, ne? Und dann habe ich weiter herumgescrollt und dann habe ich irgendein komisches Bild gefunden und dann habe ich gedacht, wo ist das? Wo ist dieses Bild aufgenommen? Und boah, Kopfkino rattert und rattert und immer heißer, Eifersucht brodelt. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt werde ich meinen Mann zur Rede stellen. Und dann habe ich gesagt, sag einmal, wieso schreibst denn du da mit dieser sowieso? Und er sagt, was? Mit wem schreibe ich? Und dann mit der sowieso, ne? Und er sagt, was, wo hast du das her? Und ich sage, ja, auf deinem Handy. Da schau. Und dann zeige ich ihm das. Und er sagt, ja, wo schaust du in mein Handy rein? Und ich, ja, einfach so. Und dann zeige ich ihm die Nachricht und sagt, er, geh bitte, das ist meine vorige Firma gewesen. Das war vor vielen Jahren. Das war aber das Datum, gerade jetzt dieser Monat war das, ja. Aber es war vor einigen Jahren. Ich dachte, ui, das ist jetzt peinlich. Ne? Und dann, genau, und dann habe ich ihm auch die Fotos gezeigt und gesagt, was sind das für Fotos? Die sind auf deiner Kamera drinnen. Also die sind auf deinem Handy drauf. Was sind das für Fotos? Wo warst du da? Das war eben so ein Haus fotografiert. Zuerst am Tag und dann in der Nacht. Und dann haben wir gedacht, aha, okay, dann ist er wahrscheinlich am Tag dort und dann fotografiert er es noch in der Nacht. Hat er wahrscheinlich dort übernachtet. Kopfkino, Kopfkino. Ja? Und dann habe ich gesagt, was sind das für Fotos? Und er sagt, schau da hin, keine Ahnung. Und sagt, ah ja, ich weiß schon, das ist in der einen Telegram-Gruppe, das hat der eine hineingestellt wegen den Chemtrails am Tag und am Nacht dann irgendwie so hat das ausgeschaut, wie wenn da so eine Art Polarlichter waren. Naja, auf jeden Fall ist da natürlich ist das so ein bisschen eskaliert und ja, was kontrolliere ich und warum schaue ich überhaupt seine Sachen an und kein Vertrauen und naja. Und das war jetzt das eine. Und ich habe mir dann gedacht, das war jetzt wirklich eine blöde Situation. Und mein Mann ist aber dann auch, wir sind dann so ins Reden gekommen und dann haben wir das eine und andere besprochen. Und dann hat aber er auch irgendwie gemerkt, irgendwie in der Beziehung, ja, es ist irgendwo, ist irgendwas, ja, wie gesagt, der Wurm. Und dann durchs Reden und Reden sind wir dann irgendwie draufgekommen. Und er hat gesagt, weißt, irgendwie bin ich nicht eins. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Dann hat es bei mir wirklich Klick gemacht, weil dann ist mir das eingefallen. Ich habe den Satz nie verstanden, wenn es heißt, wir sind alle miteinander verbunden. Aber jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich das. Weil wenn er sich getrennt fühlt, dann ist er ja getrennt von mir und ich fühle das auch. Und das ist das, was wir eigentlich beide gefühlt haben, dieses Abgetrenntsein. Ja? Und das ist das, was Christus eigentlich auch sagt. Das bestätigt das Ganze, weil Christus sagt, bestätigt diese Verbundenheit, weil er sagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ja? Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Also da war halt ein anderer da. Also die fragen halt danach, wo haben wir dir, also er sagt, ich war durstig, der hat mir zu trinken gegeben, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht, ich war nackt, ihr habt mir zu anziehen gegeben. Und dann sagt er, alles, was ihr einem der Geringsten von euch tut, also eurem Nächsten tut, das tut ihr mir. Und das sieht man, wir sind miteinander verbunden. Und das ist das, wenn mein Mann gesagt hat, er ist nicht eins, dann hat er sich getrennt. Und das haben wir beide gespürt, da war eine Trennung da. Und dann haben wir gemeinsam nachher noch geschaut, wo kommt oder wo kann eine Trennung herkommen. Das möchte ich mit euch jetzt auch gemeinsam beleuchten. Ja? Auf jeden Fall war das, dass dieses Nicht-Eins-Sein, das ist natürlich eine niedere Schwingung. Und ich habe das gespürt und das zieht dann runter und das ist dann dieses, oh, was ist da los? Da ist der Wurm drin, ja, ohne Ursache, ohne äußere Ursache, was ich mir da durch den Kopf gesponnen habe. Aber einfach, es ist da,
durch diese Trennung. Und durch diese Trennung ist eine niedere Schwingung da. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das da ist, dann kann ja ich, wenn man den anderen, wenn man verbunden ist, dann kann ja ich, wenn ich höher schwinge, kann ich den anderen höher bringen. Und das ist eben dann auch, wenn ich in meinem Sein bin, in meiner Präsenz bin, dann hat das Auswirkungen. Ja, dann kann ich ihn da höher bringen. Aber ich möchte jetzt noch einmal zurückkommen auf diese Trennung. Ja. Ich habe mir das dann überhaupt überlegt, jetzt nicht nur auf unseren Fall, auf dieses Ereignis, was wir da hatten, aber wo geschieht jetzt wirklich Trennung? Wo trenne ich mich ab, wo ich dann nicht mehr eins bin? Und das sind verschiedene Faktoren, können das sein. Das eine ist, wenn ich mich gedanklich abspalte. Und das mache ich, indem ich mir Informationen reinziehe, weil diese Informationen setzen was in mir in Form, die bringen was in mir in Form. Ja? Da tut sich was in mir. Ja? Und was noch auch eine gedankliche Abspaltung ist, und das ist, glaube ich, in Beziehungen ganz wichtig, ich erwähne das hier mal, das sind Pornos. Ja? Wenn ein Mann oder eine Frau sich pornografische Videos, Bilder, diese ganzen Sachen anschaut, dann geschieht da etwas auf der geistigen, unsichtbaren Ebene. Ja? Das hat Wirkung. Da geschieht Trennung. Da trenne ich mich als Mann von meiner Frau oder als Frau von meinem Mann. Da geschieht Trennung. Ja? Und das ist genau das, was Christus gesagt hat. Wer nur eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch begangen. Der wusste genau um die Gesetze, um die geistigen Gesetze. Da geht es nur ums Anschauen. Ja? Aber wenn ich mal jetzt zur Video reinziehe, da schaue ich sogar lang hin. Da geschieht Trennung. Ja? Da geschieht wirklich Trennung. Und das ist dann natürlich in der Beziehung, das beeinträchtigt die Beziehung. Da kann dieses Einssein nicht stattfinden. Da ist Trennung geschehen. Wie geschieht Trennung noch? Ja, wenn ich denke, wenn ich zu viel denke, durch dieses Denken in meinem Kopf bin ich nicht präsent. Ja? Da bin ich woanders. Aber man muss da schon unterscheiden. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts mehr denke. Man muss unterscheiden. Wir haben einen psychologischen Verstand. Der psychologische Verstand ist der, der vergleicht, der bewertet, der verurteilt, der beurteilt. Ja, und das erzeugt meistens Leid, Angst, Enge, das ist diese Enge dann, die man spürt, Schmerz, Trauer. Ja. Das zweite ist der arbeitende Verstand, den braucht man. Ja. Da habe ich jetzt meine Kamera, da habe ich jetzt meine Brille, die brauche ich jetzt nicht. Dann überlege ich mir, mein Verstand überlegt sich, was koche ich. Ja, das ist der arbeitende Verstand. Ja. Also zu viel in diesem Denken, in diesem bewertenden Denken, nicht in dem neutralen Beobachten. Was noch trennt, sind diese Dramen. Ja, und Dramen trennen. Dramen hauen immer was rein, ja. Darum gilt es wirklich aufzupassen, das Drama, bevor es beginnt, schon da zu stoppen und einzudämmen. Aber wenn es dann einmal losgeht, dann ist die Teufelsspirale nach unten da, ja. Ja, was ich schon angesprochen habe, das sind die Bewertungen. Bewertungen bringen Trennungen, ja. Es bringt nichts, auch dieses ganze negative Erzählen, ja. Drum, da gibt es ja die drei Siebe des Sokrates. Man soll sich wirklich überlegen, bevor man was dem anderen erzählt, ist es wahr? Was bringt es dem anderen? Und das dritte, muss ich das jetzt überhaupt sagen? Betrifft das uns jetzt, ja? Und ich glaube, wenn wir diese Dinge beachten, können wir immer mehr der Trennung, die da, dieses Schwert, das Schwert, was da eigentlich reinschlägt, können wir dem immer mehr entgehen. Ich möchte jetzt noch einmal zurückkommen, diese dunkle Nacht der Seele, die ich da durchlebt habe. Ich habe mich da eigentlich selber reingeritten und bin dann nach diesem Drama, es war dann noch schlimmer, ja. Wir haben sich gegenseitig hochgeschaukelt, wir haben uns Dinge an den Kopf geworfen und dann habe ich mir gedacht, was mache ich da? Was habe ich da angerichtet? Was rede ich da überhaupt? Und ich rede und rede und rede und ich denke und denke und denke. Und oh, das war innerlich ein Gefühl zum Zerspringen, zum echt davonrennen. Ja? Es war so, oh, es war alles so. Also es war dann auch, es ist dann auch dazu gekommen, so eine Sinnlosigkeit. Es ist ja eh alles sinnlos.
dann der Gedanke, eigentlich weiß ich gar nichts, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und dann sitze ich da auf der Bank und denke mir, Hilfe, was ist da los? Ja, was ist los? Ich habe fast in Panik. Ja, es war, wie soll ich sagen, es war eine Leere da, es war ein Nichts da, es war einfach zum aus der Haut fahren. Ja? Und wenn es da dann in solchen Momenten oder in solchen Situationen, wenn du dich dann auch in den Spiegel schaust, dann boah, weh, da kannst du dich ja nicht einmal selber anschauen, du kannst dich nicht ausstehen. Also es ist wirklich zum aus der Haut fahren, aber genau dieses Gefühl, das war das Gefühl, was ich da erlebt habe. Ich habe dann geschrien, was ist da los? Was ist da los? Ich habe es nicht verstanden, ja, ich habe es nicht verstanden und ich habe gleich die Antwort bekommen, ja. Da kommen die Themen hoch in diesem Gefühl. Und es war ein Thema, mein Thema war die Eifersucht, ja. Und ich wusste, ich kann nicht, es bringt nichts, ich muss da jetzt hinschauen und ich fühle mich da in diese blöden, grauslichen, depperten Gefühle rein und fühl's. Und fühl's jetzt. Denn ich weiß, wenn ich aushalte, wenn ich das jetzt fühle, das will ja nur gefühlt werden im Endeffekt, ja. Das schreit ja, fühl mich, du drängst mich immer weg, du drängst mich immer weg und jetzt zeige ich dich, jetzt zeige ich mir dich, mir dir. Und in diesem Aushalten, in diesem nicht davonlaufen, in diesem Ertragen geschieht Heilung und Transformation. Erkennen. Das ist nicht mehr. Es ist einfach diese Sache erkennen, wahrnehmen und dann ist plötzlich einer meiner ganz wichtigen Sätze gekommen. Und das werdet ihr öfters noch hören. Lass es. Lass es. Lass es einfach. Lass es einfach sein. Lass es einfach jetzt so da sein. Fühlen. Tief durchgeatmet. Dann habe ich gedacht, okay. Ja, ich lasse das jetzt, das transformiert sich jetzt, indem ich da drinnen bleibe. Lass es. Aber man dachte, jetzt gehe ich mit der Gloria laufen. Und in diesem Zustand, wo ich war in einem Zustand, wo ich mir gedacht habe, okay, ich akzeptiere das. Und ich war in einem Übertrüber-Zustand, wo ich mir gedacht habe, alles darf sein. Es ist alles egal. Es ist alles piep, schnurz, egal. Es ist alles wurscht. Und das habe ich mir gedacht mit der Gloria, wie ich laufen war. Normalerweise auf der Straße habe ich sie immer angeleint. Mir war das wurscht. Ich habe mir gedacht, jetzt ist mir alles wurscht. Ich nehme heute keine Leine. Die Gloria läuft bei mir auf der Straße. Mir ist es wurscht. Wenn es weg ist, ist sie weg. Ja? Wenn es Kacke frisst, es ist mir wurscht. Dann soll es die Kacke fressen. Ja? Wenn es ganz weit hinter mir ist, da rufe ich es dann normalerweise immer. Es ist mir wurscht. Irgendwann wird es schon kommen. Es war dieses Piep, Schnurz, egal. Es ist wurscht. Es darf sein. Es ist mir wurscht. Ich hab's. Es war alles wurscht. Und da ist dann eine gewisse. Durch dieses Wurschtsein bin ich erhoben worden. Irgendwie kann man das so beschreiben, über diese Problematik und dadurch hat sie sich aufgelöst. Es war wurscht, ja. Nochmal zurück zu diesem Eins-Sein. Das ist wichtig, weil Eins-Sein, es geht jetzt auch um diese ganze Allverbundenheit, ja. Und da müssen wir bei klein anfangen. Wo fängt es denn an? Bei uns. Wir müssen einmal mit uns selber eins sein. Da beginnt das, ja. Und wenn ein Mensch mit sich eins, nicht mit sich eins ist, dann ist eben Trennung da, ja? Und diese Trennung, die ein Mensch mit sich selbst hat, die wirkt sich immer auf das Gegenüber aus. Darum ist so wichtig, dass wir auch mit uns eins sind, sonst können Beziehungen nicht funktionieren. Ist ja ganz logisch, wenn wir verbunden sind. Ja, also wenn ich mit mir selbst nicht eins bin, bin ich auch getrennt, nicht nur mit mir selbst, sondern auch mit meinem Gegenüber, mit meinem Partner. Ich bin getrennt mit den Menschen um mich, mit meinem Umfeld, ja. Und ich bin getrennt vom Ganzen, vom Kollektiv, vom Gott, vom Universum, von allem, ja, von dem Ganzen.
Und weil wir ja alle miteinander verbunden sind, heißt das, dass wenn ich jetzt getrennt bin, dann schade ich ja nicht nur mir, dann schade ich allen anderen auch. Und das ist eine große Verantwortung, die wir haben, dass wir immer darauf achten, dass wir mit uns eins sind, ja? Weil durch diese Verbundenheit strahlt das aus, ja? Und ich glaube, dass solche dunklen Nächte der Seele gut sind. Und die fühlen sich wirklich, boah, die fühlen sich so gacker an. Das ist, und das ist, ich glaube, das ist gut so, dass die so gacker sind und so unangenehm und so grauslich und so zum Zerspringen, ja. Denn sonst würden wir nichts dagegen tun, sonst würden wir nichts unternehmen. Aber so bist du offen, wird dir gezeigt, kannst du wahrnehmen, ja. Und die Lösung ist letztendlich in die Stille gehen, das Anerkennen, ja. Sich da mal hineinfallen zu lassen, es geschehen lassen, nicht bewerten, ja, einfach gar nichts damit machen, nur einmal reinfühlen, ja. Und dann ist fertig, transformiert, abgehakt, gehen wir weiter, nächstes Thema, nächstes Drama kann kommen, nein, nein. Ja, also wir haben wirklich eine große Verantwortung und wir beginnen immer bei uns selbst, ja. Und wie gesagt, wenn wir damit beginnen, im Kleinen weitet sich das aus. Das sind Wellen, positive Wellen, die anderen auch, denen es leichter macht, auch in die Einheit zu kommen, bis wir letztendlich alle miteinander verbunden sind. Und das ist das große Ziel, ja? Alle miteinander verbunden. In Harmonie, in einer Gleichheit, wo keiner besser, wo keiner schlechter ist, in Harmonie mit allem, mit der ganzen Schöpfung, mit den Tieren, mit den Pflanzen. Mit der Natur, Menschen, alles. Wunderbar. Dort gehen wir hin. Ich wünsche euch was. Gottes reichsten Segen.